Dieses Schaubild hier soll uns helfen, die Verarbeitung und Leitung zu verstehen. Wir beginnen, oder der Schmerz beginnt im Bereich der Haut, wird dann über eine Nervenfaser zum Rückenmark geleitet. Hier ist das Hinterhorn, da geht das hinein, wird umgeschaltet und wird dann im Rückenmark Richtung Zwischenhirn, Hirnstamm, Zwischenhirn und Großhirn geleitet bzw. verarbeitet. Um Schmerz im Schluss wahrzunehmen, muss er irgendwo entstehen. Und Schmerz entsteht an einem sogenannten Nozizeptor. Hier. Das sind freie Nervenendigungen, welche in der Lage sind, ein Aktionspotenzial auszulösen aufgrund eines noxischen Reizes. Noxische Reize können sein thermisch, chemisch, mechanisch. Wenn nun so ein Nozizeptor ein Aktionspotenzial auslöst, wird dieses Aktionspotenzial über das erste Neuron weitergeleitet und hier tritt es hier hinten ein in das Hinterhorn des Rückenmarks. Jetzt haben wir hier dastehen A-Delta und C-Fasern. Die beiden Fasern unterscheiden sich in ihrer Leitungsgeschwindigkeit, was etwas mit der Myelinisierung der beiden Fasern zu tun hat. Die A-Delta-Fasern, das sind die schnell leitenden Schmerzfasern und die C-Fasern, das sind die langsam leitenden Nervenfasern. Die sind uns schon mal begegnet beim oberflächlich-somatischen Schmerz. Da gibt es ja den ersten Schmerz und den zweiten Schmerz. In dem Fall wird der erste Schmerz von den A-Delta-Fasern ausgelöst und generiert und der zweite Schmerz von den C-Fasern. Wenn nun ein Aktionspotenzial hier in das Rückenmark bzw. in das Hinterhorn des Rückenmarks eintritt, befindet sich hier schon die erste Umschaltstelle. Hier ist es also eine chemische Synapse, die das Signal vom ersten auf das zweite Neuron umschaltet. Hier sind wir quasi außerhalb vom Rückenmark. Man kann auch das ist das periphere Kompartiment. Hier drinnen, das ist das zentrale Kompartiment. Nachdem vom ersten aufs zweite Neuron umgeschaltet worden ist, wechselt diese Leitungsbahn auf die gegenüberliegende Seite und läuft hier Richtung Thalamus. Drum heißt diese Bahn auch Tractus Spinothalamicus. Läuft hier hinauf und hier heroben haben wir noch einmal die zweite Umschaltstelle. Hier haben wir also wieder Synapsen, die das noxische Signal bzw. ein Aktionspotenzial, welches durch einen Nozizeptor ausgelöst worden ist, hier wieder umschaltet. Über den Hypothalamus wird dann das noxische Signal über die verschiedensten Strukturen im Gehirn verteilt. Das Schmerzsignal, wenn es dann im Hypothalamus angekommen ist, wird es in den verschiedenen Hirnregionen zugeteilt. Jetzt muss man auch noch eins wissen, es gibt per se kein Schmerzzentrum. So wie es für ein optisches Zentrum, ein akustisches Zentrum im Hirn gibt. Für Schmerz gibt es das nicht. Das heißt, hier finden verschiedenste Verschaltungen mit Strukturen im Gehirn statt. Aber Schmerz wird im Großhirn bewusst ins Bewusstsein transportiert. Es wird mit Gefühlen wird es versehen. Schmerz ist unangenehm und es tut weh. Und Schmerz, wie gesagt, weh ist ein Gefühl. Und vor allem Schmerz hat auch vegetative Symptome im Sinne des Sympathikotonus. Hier wieder vor allem der zweite Schmerz, aber auch der viszerale Schmerz. Also wie bei einer Galgenkolik oder beim Ulkus. Das hat sehr, sehr, sehr starke sympathische Symptome dabei.